Liegt der Schlüssel zu seinem Glück in diesem Kästchen? Es ist sehr verspielt und es ist auch mit Schildpatt furniert. Das ist schon eher was Seltenes. Und hat denn der Händler damals ein bisschen was sagen können? Wenig. Er hat sich lediglich einfach auf diese Zettel innen konzentriert und keine weiteren Informationen bezüglich Herkunft oder Alter dann. Die nachfolgende Beratung ist für die gute Laune dieses Händlers nicht geeignet. Grüß Gott. Grüß Gott, schönen guten Tag. Das war ja ein leichter Transport. Ja, das kann man so sagen, ja. Und erzählen Sie uns doch, wo Sie es herhaben. Ich sammle eigentlich Schlüssel und Schlösser. Und auf der Suche nach einem schönen Schlüssel habe ich im Antikhandel das Kästchen gesehen. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich gesagt habe, gut, heute keinen Schlüssel. Mhm. Vielleicht kriege ich das Kästchen und wir haben uns dann einig geworden und dann konnte ich es kaufen. Was gilt es bei Ihnen? Ja, der Verkäufer hat gesagt, es ist ein Biederbayer-Kästchen, weil es innen drinnen datiert ist aus der Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass doch ein bisschen älter ist, das Kästchen. Deshalb ist die Frage wichtig, was haben Sie bezahlt? 800 Euro. Das ist zu rechtfertigen. Handelt es sich doch um ein Original, was nicht stark überarbeitet ist? Sehr schön, aus dem 16. Jahrhundert oder vom Ende des 16. Jahrhunderts, vielleicht um 1600. Und wenn man sich das anschaut, dann ist man sich doch ziemlich sicher, dass dieses Kästchen mit all seinen Motiven eben Augsburg schreit. Denn die Verarbeitung von Schildpatt oder Schildkrot, wie es die Augsburger nannten, ist eben hier üppig eingesetzt, nicht bloß auf Ornamentfelder beschränkt. Es hat die schwarz ebonisierten Leisten. Und ich glaube, wenn man es öffnet, dann finden sich darin auch die Merkmale von einem Augsburger frühen Buntpapier. Dann würde ich jetzt gerne noch mal auf die Elemente außen etwas näher eingehen. Die sind sehr klassisch. Wir finden hier überall kleine Profilleisten, die so gewimmert, merkwürdig strukturiert aussehen. Das sind sogenannte Flammleisten. Das ist die große Entdeckung des Tischlerhandwerks, tatsächlich ein handwerklicher Beitrag zur frühen Entwicklung des Barock oder des Vorbarock. Insofern eine Datierungshilfe vor 1600 unwahrscheinlich mit den Flammleisten. Ja, ja. Also ganz aus der Entstehungszeit der Flammleisten, die im Nürnberger Raum entstanden sind und dann ganz Mitteleuropa innerhalb weniger Jahrzehnte Anklang und Verbreitung gefunden haben. Auch der Tischler ist bekannt, der diese Flammleisten entwickelt und popularisiert hat. Mhm. Wunderbares Detail. Und daneben dieses Schildpatt, ein ganz, ganz großes Material der Möbelkunst. Schildpatt ist der Panzer von bestimmten Schildkrötenarten. Das ist eine ganze Gruppe von verschiedenen strukturierten Panzern. Und wenn man die handwerklich weiterverarbeitet und unter Hitzeeinwirkung zu dünnen Platten presst, dann werden die halbdurchsichtig. Und wenn man dann darunter noch rote Farbe legt, das sind rote Strukturen unterhalb des Schildpads, das etwa 1,5 mm dick ist, hier 1 mm. Und mit dem rötlichen Schimmer, der drunter liegt, und mit der fleckigen Durchsichtigkeit des Schildpads, die wir hier besonders schön erkennen, ergibt sich eine ganz spezifische, geheimnisvolle Materialität, die für die Menschen damals begeisternd war, weil es nichts Vergleichbares gab. Es gab kein Plastik, sonst wäre das simpel herzustellen. Aber wir sind 400 Jahre vor unserer Zeit, spektakulär. Und jetzt sehen wir noch ein weiteres Material, das muss benannt werden, das ist Messing. Zum Teil bin ich etwas skeptisch, ob die jeweils aus der Zeit sind. Der Knopf ganz bestimmt nicht. Andere Elemente könnten aus der Zeit sein. Das ist ausgeschnittenes Messingblech und dann graviert. Graviert heißt mit Stichen noch mit Binnenstrukturen versehen, die das noch lebhafter machen. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Heute kriegen Sie so ein Element im Antikhandel für 2 Euro. Messing in der Jahrhundertwende um 1600 war spektakulär teuer und wurde nur in wenigen Orten in Europa produziert. Muss man unbedingt wissen. Sehr teuer. Und jetzt können wir öffnen. Und jetzt kommen wir zu dieser großartigen Datierung, dass es ein Biedermeier-Schränkchen wäre. Ich habe schon viele Fehlbeschreibungen gesehen und gehört, aber die ist besonders spektakulär, denn viel schlechter kann man das Stück nicht beschreiben. Es ist von Biedermeier Lichtjahre entfernt, am anderen Pol der Möbelkunst. Aber die Ursache ist hier ganz schön zu sehen auf dem Papier. Eine Widmung mit einer Datierung 1834. Und
das war wohl der Anlass für die kühne Behauptung dieses Kunsthändlers, der vielleicht den Beruf verfehlt hat. Aber ein schönes Detail zum Stück. Und um es noch einmal zu vervollständigen, erste Öffnung. Zweite Öffnung, ein Spiegel, was sicherlich auch um 1600 schon drin gewesen sein kann. Dem sehe ich nicht an, ob er aus der Zeit ist, aber das war die allerfrüheste Variante, könnte auch poliertes Silberblech gewesen sein. Und dann dazu eins zu großen Hölzer Palisander gegen Ebenholz gesetzt, eine klassische Materialgruppe aus der Zeit. Und dann innen noch ein wunderbares Buntpapier, sicher eher etwas jünger. Hier zu sehen, ja. Kammzug, eine Geschichte für sich. Und jetzt zurück zum Preis. Es wird unterbewertet sein vom Markt im Moment, was seine Singularität angeht, als Stück der höchsten Kreise, das europäisch exportiert wird. Ich würde mal schätzen, wenn es gut geht, könnte man auf 2.500 Euro kommen. Wenn es nicht gut geht, fällt es noch drunter. Mhm. Wenn Sie es behalten, was ich Ihnen wünsche, und hinreichend lange leben und warten, wird es mit Sicherheit irgendwann wieder ganz, ganz anders bewertet. Ich finde schon ein schönes Plätzchen. Genießen dafür. Sie es, es ist unbedingt restaurierungsbedürftig. Ja. Ja. Das wird kostspielig, wenn Sie es von Fachleuten machen lassen. Wenn Sie es von nicht wissenschaftlich Gebildeten machen lassen, geht es kaputt. Das würde ich nicht tun. Denn die Materialien sind anspruchsvoll und schwierig. Aber dem Grunde nach lohnt sich das Stück dafür. Sie haben ein wunderbares, spezielles Stück gefunden. Ein Glück, dass er es für Biedermeier hielt. Sehr gut. Tschüss, kommen Sie Danke gut nach Hause. Wiedersehen. Überrascht? Ja, war in Ordnung. Es war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Dann passt es schon. Und was kommt jetzt neu? Was kommt neu? Ich hoffe, schöne Schlüssel, wenn ich wieder welche finde. Ja.